So, hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Isaac Repentance. Heute der vorletzte Charakter, bei dem wir die Tainted-Variante noch freischalten müssen. Es bleiben aber nur noch die zwei schwierigsten Charaktere übrig und das ist Lost und Keeper. Wobei Keeper weiß ich gar nicht mehr so genau, ob er noch schwierig ist, denn ich habe gelesen, Keeper soll jetzt einfacher geworden sein und ich habe wirklich ewig nicht mehr mit dem gespielt. Also ich weiß gerade gar nicht mehr, was bei ihm die Schwierigkeit war. Ich weiß nur noch, dass ich mit dem nicht klargekommen bin. Und ja, letztes Mal hatten wir die Geburtstagsfolge, könnte man es nennen. Und es ist mir erst im Nachhinein gekommen. Das ist mir erst im Nachhinein so wirklich aufgefallen, dass ja das Spiel mich tatsächlich an meinem Geburtstag einfach beschenkt hat. Das Spiel hat mich einfach beschenkt. Anders kann ich mir es nicht erklären, nach dem Planetarium einfach noch eins bekommen zu haben. Die Chance dafür ist 1%, wenn man nicht die Linse hat. Das ist insane. So, was kannst du denn jetzt, Kollege? Ach, der hat Dreifachschuss gehabt. Ach, und der hatte Münzen als Herzen. Er hat eine Bombe dabei. Move ist nichts anderes. Wait, hat die Keeper nicht mal ein Start-Item? Hat der nicht den Nickel als dieses Holzding als Start-Item gehabt? Hey, wait a moment. Hä, hey, habe ich den Unlock versaut? Warte mal, einen ganz kurzen Moment. Dieses Wooden Nickel. Keeper starts with this item after beating Isaac with Keeper. Oh mein Gott, wir haben nur den Gui. Ich habe nichts mit dem. Ich habe nicht mal Isaac mit dem besiegt. Da habe ich mit Lost ja mehr. Ich habe das Start-Item von ihm nicht. Oh, dang it. Oh, dang it. Sollen wir... Ich glaube, ich muss das jetzt ohne Witz... Ich glaube, ich muss jetzt erstmal einen Run einlegen, indem wir die Keeper-Start-Items freispielen. Ich habe noch nichts mit dem. Oh mein Gott, es gibt ein Keeper-Trinket. Damit, also er startet mit dem Store-Key. Er kann mit dem Store-Key starten. Ich weiß jetzt vor allem überhaupt nicht, wie man Energie bei ihm bekommt. Hat er einfach zwei Hits und das war's, oder was? Oh shit, ich muss erstmal wieder voll in den... Ich muss erstmal wieder mich an den gewöhnen. Ich habe keine Ahnung mehr, wie man den spielt, wie Strategien bei ihm sind. Oh, das wird ja grausam. Okay, hatte der schon immer den Dreierschuss am Anfang, oder ist das vielleicht jetzt die Neuerung? Weshalb ihr meintet, er ist besser geworden. Weil an den Start-Items, das hat sich ja nichts geändert. Die habe ich halt einfach nur noch nicht freigeschaltet. Okay. Also, der hat... Der hat nichts. So, da ist schon mal der... Der ist super geheim. Was ist jetzt, wenn ich blaue Herzen einsammle? Nützen die mir was? Oder bleiben die einfach liegen so? Und sagen, hi. Ich bin's, Tim.
Aber wir werden es nicht rausfinden, weil ihr keine blauen Herzen sind. Okay, das ist doch schon mal interesting. Okay, man kann mit, also HP abbringen, Münzen. Also, was heißt Münzen, aber... Okay. Nicht so gut. Luck ist schon genug down. Ah, nochmal Luck down, das müssen wir jetzt nicht nochmal einsetzen. Cool. Okay, wenn ich jetzt irgendwo eine Münze mal hätte, könnte ich sehen, ob sie jetzt auffüllt. Münze? Aber solange der Luck so weit unten ist, kommt halt da auch kein Zeug raus. Also zumindest dürfte die Wahrscheinlichkeit geringer sein. Boah. Ich bin jetzt gerade echt im Überlegen, erstmal vielleicht sowas wie einen Isaac One zu machen. Dass wir den Kram freischalten, den wir brauchen. I don't know. Okay, also das ist tatsächlich Energie in dem Sinne. Das heißt aber im Endeffekt, wenn ich jetzt noch eine... Ah, mehr als drei kann ich nicht haben. Das ist ja schon mal ärgerlich. Und jetzt geht es auf die Münzen, okay. Uff. Also mit Geld kann ich mich aufladen, energietechnisch, aber habe ich maximal drei... Ja, Container, nennen wir es mal. Nennen wir es mal Container. Oh, shit. Aber die sind... Okay, aber die sind jetzt auch nicht wie ganze Herzen oder halbe Herzen. Ach, du Scheiße. Sondern die sind halt einfach... Ja, mit jedem Hit ist man tot. Das heißt, wenn ich jetzt hier durchgehe, bin ich doch direkt tot. Weil wir jetzt nicht mehr rauskommen. Okay, ich meine, die Münze füllt mich wieder auf. Aber... Effektiv. Ich glaube, wir müssen erstmal einen. Oh, das ist cool. Das geht sozusagen an alles ran. Und überträgt sich dann einfach, ja? Interessant, gefällt mir. Kann das den Typ erwischen? Scheinbar nicht. Schade. Okay, sollten wir die Möglichkeit haben, noch ein paar Münzen zu bekommen? Oh, wait a moment. Wir haben die Möglichkeit. Kaufe ich mir auf jeden Fall Mom's... Key. Ja, nice. Ich wollte gerade sagen, dann kaufe ich mir auf jeden Fall Mom's Key. Wir müssen jetzt erstmal einen Isaac One einlegen. Ich will diesen Nickel als Start-Item haben. Weil das Ding ist, mit dem Nickel als Start-Item kann ich mich ja heilen. Versteht ihr? Und das ist ja brutal wichtig. Und ich werde keine höheren Runs machen, wenn ich nicht die Start-Items habe. Und den Store-Key zu besitzen, wäre auch übelst gut, weil wir dann nämlich schon ein Trinket hätten. Also das kommt ja auch nochmal obendrauf. Aber ich hoffe, wir, wenn's,
Dieses Jacob's Ladder gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich muss jetzt halt nur schauen, dass ich es behalten kann. Ja, und geheimraumtechnisch bleibt eigentlich nur ein... Bleibt eigentlich nur eine Möglichkeit. Gehen wir auf jeden Fall rein. Ja, aber... Also wie gesagt, das bedeutet jetzt halt wirklich... ist die Blue Map gewesen, ne? Hier war die Blue Map. Die wird mir auf jeden Fall auch nochmal gute Dienste erweisen. Oh, hier gibt es sogar den Spezialgeheimraum. Ah, jetzt habe ich aber eine Münze zu wenig. Ja gut, kann ich nicht ändern. Kann ich nicht ändern. Aber sollten wir noch eine Bombe bekommen, würde ich da nochmal reinwuseln. Aber jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir den Boss schaffen. Jetzt müssen wir erstmal den Boss mit zwei, also mit zwei Hits schaffen. Das sind ja nicht zwei Herzen. So nach dem Motto, du hast vier Hits. Ich habe zwei Hits und das war's. Oh, ist das übel. Also da muss man ja wirklich extremst gut spielen. Jetzt weiß ich wieder, warum ich mit Keeper nichts hab. Wow. Nein! Ich darf nicht... Ich werde mich doch nicht von diesen Dreier-Tränen treffen lassen. Das wäre schon übelst peinlich, wenn ich an den Dingern draufgehe. Oh Gott, ey. Leider keine Bombe mehr dazu bekommen. Leider keine Bombe mehr dazu bekommen. Okay. Boah. Kritische Momente. Okay. Weiter. Schnell Energie. Wir brauchen ganz schnell Energie. Da wäre direkt... Der oh ja, das ist auch sehr, sehr wichtig. Weil damit werden wir... Ja, genau, genau, genau. Damit werden wir jetzt öfter Münzen finden. Sehr wichtig. Nice. So, und die Dinger kann ich nicht nutzen. Die Dinger kann ich effektiv jetzt nicht mehr nutzen. Das erste konnte ich nutzen. Ne, das erste kann ich ja riskieren, weil wenn es nicht läuft, dann kommt man halt nicht mehr. So. Aber jetzt kann ich das nicht mehr nutzen. Aber Piercing Shots jetzt zusätzlich mit dem Elektroeffekt ist sehr geil. Das war knapp. Also mit dem Elektroeffekt Piercing Shots ist sehr, sehr geil. The Stars, okay. The Stars nützt mir in der Ebene nichts mehr, weil ich schon im Itemraum drin war, sonst hätte ich ihn jetzt eingesetzt. Aber wir nehmen auf jeden Fall den Dice Shard weiter mit. Braucht eine Bombe. Braucht dringend eine Bombe. Ich brauche aber sowieso Bomben, weil wir ja die Geheimräume kennen. Verdammt, das ist... Okay. Die Frage ist jetzt, will ich für 5 Münzen in den Shop gehen, um mir dort eine Bombe zu holen, um dann in den Geheimraum zu öffnen? Das ist so, weil wir warten natürlich erst ab, was kommt. Wir warten natürlich erst... Oh Gott! Sehr gut. Sehr guter Raum. Wir warten natürlich erst noch ab, was kommt. Ja, da haben wir nämlich schon unsere Bombe.
ich sollte vielleicht, das dauert dann zwar länger durchzulaufen, aber ich sollte vielleicht erstmal Münzen liegen lassen, weil ich mich damit ja heilen kann. Versteht ihr? Ich sollte vielleicht erstmal Münzen liegen lassen, für den Fall, dass ich sie brauche, um mich später zu heilen. Noch eine Bombe. Okay, ich wollte gerade sagen, hier brauchen wir noch eine Bombe. Aber da ist sie schon. Ja, aber hier kommt... Achso, gut, wir können auch abwarten, ob wir noch goldene Bomben bekommen. Ja, wir warten mal noch ab. Okay, sieht nicht nach goldenen Bomben aus. Gut, dann werden wir jetzt mal den ersten Raum sprengen. Der ist hier. Da könnten natürlich auch goldene Bomben drin sein. So viel zu goldenen Bomben. Dann werden wir mal den zweiten Raum sprengen. Der ist hier. Zwei Schlüssel. Naja, gut. Ich denke, jetzt können wir dann schon den Kram einsammeln. Ich glaube, hier kam ich nicht weiter. Da kam ich nicht ran an die Dinger. Naja, da kam ich nicht ran. Ist natürlich ärgerlich, aber kannst du nichts machen. Und eine Münze kann ich ja übrig lassen, falls ich nach dem Boss noch eine Aufladung brauche. Ich meine, wenn ich zweimal getroffen werde, ist eh vorbei. Okay, drückt mir die Daumen, dass der Boss machbar ist, sonst haben wir ein Problem. Oh! Ich würde fast wieder versuchen, auf Ausweichen zu spielen. Ich meine, es ist ein Spacebar-Item, was wir noch nicht haben. Also, ich würd mir dieses Spacebar-Item holen. Die kann schon nützlich sein. Und ich habe fast das Gefühl, der Kampf geht einfach schneller, wenn man das so macht. Weil dann haut sie irgendwie relativ schnell schon ab. Gerade ja nicht so. Ja, tschüss. Wie ist das jetzt mit dem Sa... Ne, wir gehen auf jeden Fall auf Engel-Deal, das ist ganz klar, aber... Wenn ich jetzt getroffen werde... Ich weiß, ich hätte es rerollen können. Kommt mir jetzt erst. Spät. Ich überlege nur gerade. Hä, wie viele Sachen habe ich da unten liegen lassen? Bin ich dumm? Kam ich da nicht ran? Waren die eingebaut oder was ist da unten los? Was habe ich denn hier alles liegen lassen? Bin ich komplett lost? Ach, das war das Stars. Aber die eine Bombe nehme ich natürlich noch mit. Dann machen wir die Bombe jetzt so, dass wir hier reinkommen. Ich denke, das ist am effektivsten. Weil der andere ist ja dann hier oben. Aber da komme ich nicht an nichts anderes ran. Also, so kriege ich noch zwei Münzen mit. Man weiß natürlich nicht, welcher von den blauen Steinen der bessere ist. Effektiv. Ja, gut. Das wird nicht bleiben, ne? Die wird nicht bleiben. Ja. Ja, war egal. Okay. Es war ein Versuch. Ach komm, mit 14 Münzen wuseln wir mal kurz in den Shop noch. Denn vielleicht kriege ich ja hier noch die 15. Münze raus. Ich hätte mir dann das hier leisten können. Okay. Dann... Okay, theoretisch... geht das immer noch.
habe 2 Bomben gekauft. Bin so blöd. Genau 2 Münzen, okay. Yo. Ja, das war wieder dumm, echt. Das war wieder ziemlich dumm. Okay. So, jetzt aber. Abflug. Ich hätte mit Strange wahrscheinlich... Ich hätte Strange wahrscheinlich nutzen können, um in den Curse Room zu gehen. Fällt mir auch wieder zu spät ein. Sorry, fällt mir wieder zu spät ein. Aber ich denke, wir werden meistens die Curse Rooms nur besuchen können, wenn wir Bomben haben. Sonst wird es nichts. Okay. So, immer noch nur 2 Treffer. Und ich frage mich jetzt, ob der Engel-Deal wieder betroffen ist, wenn ich sozusagen direkt getroffen werde. Oh nein, ich komme an die ganzen Münzen nicht ran. Oh, ich hasse jetzt schon wieder alles. Ich komme an das ganze Zeug nicht ran. Ich brauche ganz dringend für den Raum die Flugfähigkeit. Oder Magnet oder irgendwas. Oder ein Schwert. Nehme ich auch. Oh nee, ist das... Oh, ich hasse sowas. So, das ist jetzt schon die erste Münze, die ich liegen lasse, weil sollte ich mal, ne, und so weiter, wisst ihr Bescheid. Gut. Da gehen wir auf jeden Fall rein. Ich habe gerade ein bisschen Bammel, dass das Elektrozeug irgendwie die Dinger zur Explosion bringt. Aber das Ding ist... Ich kann mir hier eine Bombe sparen. Genau deswegen sprenge ich nicht sofort, sondern warte erst ab, was kommt. So, und wisst ihr das jetzt? Will ich das jetzt rerollen? Eigentlich, bin ich ganz ehrlich, will ich das nicht rerollen. Das ist, ne, das ist dieser Gift-Effekt. Das ist eigentlich ganz cool. Ich lese es mir mal ganz kurz nochmal richtig durch. Das ist eigentlich nichts, wo ich sagen würde, ja, ist ein Reroll. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und zwar ist das Toxic Shock. With this item at the start of every room, you will deal double your tier damage to the entire room in a poison effect. Enemies killed now also leave a pool of creep on the ground where they died. This deals 1 damage per tick. Definitiv mitnehmen. Definitiv mitnehmen. Kein Reroll. Was ist das denn? Ist das eine krasse Aufladung oder was ist das? Sieht nicht wie ein Item aus. Ich würde es mal einsammeln, wenn ich komplett nicht aufgeladen bin. Ob das eine Doppelaufladung ist? Weil ich denke, das ist dann eine Doppelaufladung. Oh. Meinst du, solange wir keine Pups finden? Können wir das ja mitnehmen und mit jeder Münze. Achso, aber ich sammle gerade ja auch noch keine Münzen ein. Das nehmen wir erstmal den Pups-Ding wieder mit. Sobald ich wieder Münzen einsammle, kann ich den nehmen. Im Moment haben wir ja hier nur eine Münze und die lasse ich erstmal liegen für falls... Das ist das. Das ist das Geile jetzt mit dem Effekt. Genau das ist das Coole mit dem Effekt jetzt nämlich. Oh! Okay, das Problem ist, ich habe nur eine Bombe. Ich kann zwar hier mit einer Bombe gewinn rausgehen, aber dafür brauche ich 2 Bomben. Ja, das kann ich noch nicht machen. Ich hasse das, ne? Scheißdreck. Schnell die Münze holen.
ganz schnell die Münze holen. Im Moment bin ich mit dem nächsten Hit tot. Vorher den hier holen, falls da eine Bombe dabei rumkommt. Schade. Ei. Okay, darunter geht's dann nur zum Geheimraum. Dann gehen wir erstmal weiter. Ah, das Schöne ist wirklich der Gift-Effekt. Der ist gerade sehr wichtig. Aber ihr merkt schon, solange man nicht dieses Standard-Item von Keeper hat, so von wegen, du kriegst Bomben und so Kram, ist das alles nicht so das Wahre. Wollen wir gleich? Ich will noch nicht den Boss machen. Ich will mich erstmal noch umgucken, ob ich nicht noch mit besseren Voraussetzungen zum Boss kommen kann. Das hier ist, der Raum tut richtig weh. Der Raum schmerzt. Ah, das ist so geil, wie einfach das Gift alles niederreißt. Okay, gefährliche Pille. Was das Allerschlimmste wäre für Keeper, wäre so ein HP-Down. Also eigentlich ist es böse riskant, Pillen einzusetzen. Okay, der Raum ist offen. Nee. Für eine Truhe werde ich da keine Risiken eingehen. Ich meine, es könnten Münzen rauskommen. Eigentlich müsste es ein leichter Raum sein. Das ist halt das Ding. Eigentlich müsste es ein wirklich leichter Raum sein. Und ich kann eigentlich mich zweimal heilen, wenn ich jetzt getroffen werden sollte. Genau das meinte ich. Und wir sehen gerade, der Treffer hat den Deal nicht affektiert. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall auch immer schön unsere Deal-Chancen. Okay, ich krieg keine weiteren Bomben. Das heißt, wir werden diese eine Bombe für den Spezialgeheimraum noch nutzen. Und dann war's das. Dann war es das. Okay. Das sind ein paar coole Fliegen. Aber mehr halt auch nicht. Dann gucken wir jetzt mal, was passiert. Gegen den Boss. Und ich denke dran, dass ich ein Reroll-Item habe. Sollte das Boss-Item... Oh nein! Sollte das Boss-Item jetzt nicht so ganz mein Geschmack sein. Okay, nice. Aber das Boss-Item ist mein Geschmack, weil ein HP-Up ist super wichtig. Wir kriegen diese einzige, wir kriegen nur eine weitere Münze, aber dieses HP-Up muss ich auf jeden Fall nehmen. Eher würde ich dann vielleicht im Engelraum rerollen. Aber das ist jetzt auch ein Damage-Up, also das muss ich jetzt auch nehmen. Das ist jetzt ein, ja, das ist auch ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Okay. Gut. Haben wir jetzt noch viele Münzen? Wir haben eigentlich gar keine Münzen rumliegen, die ich jetzt mit dem anderen Trinket einsammeln kann, oder? Die eine da, aber deswegen hole ich mir jetzt nicht das Trinket zurück. Ich gehe nur noch mal kurz alles ab. Aber ich bekomme effektiv... Nee. Ach ja, das wollte ich
Ja, das lädt mich voll auf. Okay, das war der, das war das, was ich wissen wollte. Richtig, deswegen bin ich zurückgelaufen. Ja. Ich erinnere mich, deswegen bin ich zurückgelaufen. Okay, das Damage-Up war stark und wichtig. Das Damage-Up war sehr wichtig. Auf Gefahr, dass wir gegen den Boss kämpfen. Ja, komm. Ich wollte gerade sagen, wir gucken mal rein. Ich hätte jetzt gehofft, dass wir gegen Keeper kämpfen. Also gegen, ne? Dass wir in den Kampf kommen, weil dann hätte ich wieder schön Münzen bekommen. War jetzt riskant, habe ich halt probiert. Man könnte mit 3 Münzen jetzt den Stachelraum probieren. Ist aber ultra riskant. Vor allem, weil ich jetzt alle Münzen weg habe, die mich wieder aufladen. Also ich würde mit einer Münze die nächste Ebene betreten. Ist mir gerade zu riskant. Können wir darüber nachdenken? Können wir bei Gelegenheit drüber nachdenken? Ist mir gerade aber zu riskant. Hoffe, ihr seid da bei mir. So, Catacombs 2. Okay. Man sieht halt leider nicht, was es für eine Karte ist. Und ich glaube, durch den höheren Damage macht das Gift auch nochmal mehr Damage am Anfang eines Raumes. Okay, da ist auf jeden Fall eine Bombe sinnvoll. Können wir gerade noch nicht einsetzen. Aber sobald wir eine haben, wird die hier gezündet. Nicht gut. Direkt wieder das Geld holen. Gut, so viel zu, sobald wir eine Bombe haben. Okay, da ist eine kleine Aufladung. Gehen wir mal oben weiter. Hey, ich muss ultra auf Energie achten. Es ist richtig kritisch. Wenn wir nicht richtig böse OP werden, wird das nicht gut gehen. Ja, nee, kein Geld. No money, my friend, no money. I'm sorry, no money. Oh, hier ist schon der Boss. Sollen wir gleich mal reingehen? Ich meine, wir haben gerade volle Energie. Das Viech ist voll aufgeladen. Ich denke, wir gehen direkt. Ich denke, wir gehen direkt Boss machen. Shit! Muss mehr aufpassen. Auch das nichts, was ich rerollen würde. Definitives Mitnehmen. So. Jetzt ist ein Satan-Deal aufgetaucht. Ich gehe mal rein, aber ich glaube nicht, dass wir da was machen können. Außer es liegt halt vielleicht schwarze Herzen. Aber schwarze Herzen, ich glaube, das kann ich nicht mal nutzen. Ja, aber es passiert auch nichts, jetzt reinzugucken. Ach, jetzt kostet das Geld. Ah, die Deals kosten jetzt Geld. I see. Okay. Okay. Okay, das wiederum fühle ich. Die Deals kosten Geld. Dann ist es ja fast sogar besser zu sagen, ich gebe im Shop nichts aus. Ich hoffe auf einen guten Deal. Weil ich dann mit Geld zahlen kann. Na, den Little Delirium. Den würde ich schon fühlen. Den würde ich schon so ein bisschen... Okay, jetzt haben wir hier die Situation mit dem Stachelraum. Sollen wir es riskieren? Wenn ich da drin einmal getroffen werde, war es das. Dann komme ich nicht mehr heil raus. Das ist mein Problem.
Das ist mein Problem. Wenn ich da drin einmal getroffen werde, war es das. Ich will das nicht riskieren. Ich will das einfach nicht riskieren. Mit Glück hat es den Stein jetzt so gesprengt. Ja, okay, schade. Dass man da hinkommt, wollte ich sagen. Hat's nicht. Okay, wir kriegen einen Wurmhammer noch. Ich denke aber, wir kriegen keine goldenen Bomben. Ich denke, wir werden dann einfach uns normal in den Geheimraum reinbomben. Oha. Ja, gut, da kommen wir halt eh nicht ran. Brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Und weil ich immer zu inkompetent bin, mich in großen Räumen irgendwo reinzusprengen, machen wir das von hier aus. So ein Ding ist das. Ein Schlüssel. Ne, ich habe ein bisschen zu viel Angst mit der... Ich habe ein bisschen zu viel Angst mit der Kugel. Nee. Ich hätte die Kugel rerollen können. Aber die Kugel kann halt auch cool sein. Also die Kugel kann schon, ne? Die Kugel kann schon was. So ist es nicht. Die ist jetzt nicht das schlechteste Item. Sind wir da mal bitte ganz ehrlich. Die Kugel ist jetzt wirklich nicht das schlechteste Item. Ich habe die schon auch bewusst mitgenommen. Ich habe zwar tatsächlich in dem Moment nicht dran gedacht, dass ich rerollen kann. Auch das gebe ich gerne zu. Das habe ich wirklich in dem Moment wieder verpeilt. Aber ansonsten habe ich die schon so als, okay, ich nehme die gerne mit, registriert. So, vielleicht haben wir noch Glück und kriegen noch einen Crawl Space irgendwo raus. Schade. Gut, aber dann ist jetzt wirklich, wenn wir wissen, der Satan-Deal ist mit Geld, ist es jetzt hier absolut... Oh Gott! Ist es jetzt hier absolutes No-Go? Irgendwas zu tun, was Geld reduziert. Deswegen, jo, weiter im Programm. Weiter im Programm. Oh, es wird böse kritisch. Ich sehe mich noch nicht wirklich in der Lage, Isaac zu besiegen als Keeper, aber keine Ahnung, wir werden sehen, was passiert. Alter, die ziehen böse an, ne? Die ziehen einen böse an. Okay. Sollen wir die Karte probieren? Ich hab ein bisschen Bammel. Oh! Wir lassen das erstmal. Wir lassen das erstmal. Alles cool. Okay. Ich finde das schön, wie einfach alles direkt stirbt, wenn ich den Raum betrete. Das ist so, so stellt man sich das vor. Es stirbt einfach alles, wenn man den Raum betritt. Und die Dinger kann man jetzt nämlich schön mit der Kugel kaputt machen. Da muss ich auch keine Angst haben, dass da irgendwas explodiert. Sehr nice. Da muss ich auch keine Angst haben, dass da irgendwas explodiert. Das ist das Ding. Bei den Pilzen muss ich Angst haben, dass sie explodieren, aber die ganzen Totenköpfe kann man schön einfach destroyen. Okay, und hier kann ich jetzt sowieso mich reinsprengen. Dann passt es auch, dann verliere ich auch... Ach so, ja gut, ich wollte gerade sagen, ja, aber ja. Ja, sprengen muss ich mich so da rein. Dann kann ich es auch so machen. Aber klar, ich hätte auch die Bombe so bekommen.
So, und Steine müssen wir auch kaputt machen, eben wegen, gerade wenn sie einfach kaputt zu machen sind, für die Crawl Space Chance. Aber die Dinger, ja, die Dinger macht er nicht kaputt. Okay. Gut. Aber den, wie die Räume gestartet werden, das gefällt mir sehr, sehr gut. Dass die sofort alles dass hier sofort alles weggesäbelt wird. Da sehe ich mich. So, die lassen wir erstmal wieder liegen. Okay, ich gehe jetzt auch davon aus, dass dieses Ding hier absolut nichts ist, was wir verwenden würden. Deswegen versuche ich mal, die Bombe so zu setzen, dass alles in die Luft fliegt. Ja, okay. Wer ist drauf? Okay. Gefährlich, gefährlich. Okay. Okay, Bossfight. Jetzt die nächste Überlegung. Jetzt ist es ja doch wieder anders. Je mehr Geld ich habe, umso besser. Also müsste ich schon mit mehr Geld zum Boss gehen. Dann lasse ich maximal 2 Münzen übrig. Und alles andere sammle ich vorher ein. Gefährlich. Oh Gott. Und alles andere sammle ich vorher ein. Damit ich möglichst viele Dings für den Satan-Deal habe, falls der kommen sollte. Ja, da müssen wir rein. Da müssen wir rein. Kritisch. Okay, die gehen einfach nur am Rand entlang. Das dürfte alles gut gehen. Wenn sie nicht gerade den Moment, den Move dann machen. Schnell weg mit denen. Die können böse wehtun. Okay, nice, nice, nice. Weg mit dir. Okay, noch eine riskante Pille. Okay. Kann man anbieten. So. Sehr schön. Mal wieder ein paar Totenköpfe. Temperance brauchen wir nicht. Yes! Ich bin schon wieder ehrlich zu euch. Den möchte ich eigentlich nicht rerollen. Den möchte ich mitnehmen. Ich hoffe, ihr seid da bei mir. Das ist für mich nichts zum Rerollen. Der kann mir gute Dienste leisten, indem er Schüsse abwehrt, indem er, ne, und solche Sachen. Also, der ist mir sympathisch. Aber das ist das Nächste. Die Totenköpfe können ja sogar Items geben. Oder halt Gegner. Ich muss jetzt nur aufpassen. Ja, 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 wenn ich sowas mache, dass ich direkt rausgehe, dass der weg ist. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht in diese Bombe da reinrassel. Karte. Magician. Aber da ist nur diese eine Bombe, ne? Alles andere ist praktisch safe to go. Ich weiß, jetzt dauern die Ebenen dadurch 3 Jahre. Aber, Leute, ich muss. Ich muss alles probieren, was geht. Ich komme an das Ding nicht ran. Machen wir erstmal den Kollegen weg, bevor ich da noch versehentlich reinrenne. Wieso hat's denn jetzt... Ja, geht doch.
Geht doch. So. Wenn der Anfang mal gemacht ist, dann geht der Rest recht schnell. Nein, noch einer. Okay, aber den haben wir gleich erledigt. Ja, okay, aber jetzt denke ich, ist dann auch in Ordnung. Es wird mir fast ein bisschen zu gefährlich, mich hier der Bombe noch weiter zu nähern. Wir lassen das jetzt mal hier so stehen. Wir haben immer noch nicht den Eiter. Okay, alles klar. Es ist kein gefährlicher Stein dabei, habe ich schon registriert. Kriege ich den in der Ecke recht easy? Ich kann dieses Schleudern mit dem Ding halt irgendwie nicht so gut. Andere können die so richtig schön durch die Gegend schleudern. Ich stelle mich da an wie der letzte Horst. Nice. The Stars, ja gut, da sind wir direkt davor. Dann können wir uns aber zumindest den Schlüssel sparen, weil ich würde eh den Dice weiter mitnehmen. Dann kann ich mich auch mit The Stars da reinporten. Ich will nur noch das Ding kaputt, okay. Dann kann ich auch mich auch mit Dings da reinporten. The Stars. Das sind die Gravity Tears, ne? Das ist, glaube ich, ein Item, was ich nicht wollte. Anti-Gravity. Anti-Gravity Tears plus Tears Up. As you hold down the fire button, shots will float in the same place until you release the fire key again. Ach, das war das! Ah, vielleicht will ich das doch. Es ist nämlich ein starkes Tears Up gleichzeitig. Ich glaube, das will ich doch. Ich hab's verwechselt. Ich hab's verwechselt. Ja. Ich kann jetzt so speichern und dann alle auf einmal losschicken. Oder ich kann die halt mashen. Doch. Alles gut. Das ist in Ordnung. Das ist sehr in Ordnung. Okay. Ah, will ich den... Okay, den Raum will ich nicht. Nein. Den Raum lassen wir schön in Ruhe. Wir haben dann zwar den Shop nicht, aber ich will den Shop ja eh nicht, weil ich den Satan-Deal ja nehme. Beziehungsweise ich würde natürlich auch den Engel-Deal nehmen. Den würde ich noch eher nehmen als den anderen. Aber dann würde ich das jetzt so dabei belassen. Ah, kommen wir noch an die Münzen ran? Wir haben 7 Bomben. Zumindest an 2 Münzen kommen wir ran. Ich bin... An 2 Münzen kommen wir ran. Alter, wenn ich jetzt... Wenn ich die jetzt hätte leaken lassen, na, das wäre wieder dumm gewesen. Oh, ich hätte wahrscheinlich sogar mit der Bombe die Dings aufmachen können, ne? Ja, never mind. So, ich traue mich mit der Karte, da traue ich mich einfach nicht. Sorry. Okay, 2 Münzen habe ich gesagt, lasse ich liegen, halt. Das sind nicht die da unten. Die da unten nehme ich gleich mit. Alter, mit Keeper brauche ich einfach noch länger als eh schon. Das ist ein bisschen sad. Ein bisschen sehr sad. Was labert? Ach, nee. Hier ist eine Münze. Hier ist eine Münze. Dann sind es die 2 Münzen, die ich liegen lasse. Die ich mir gleich hole. So, wünscht mir erstmal Glück, dass der Kampf hier gut läuft. Oh Gott, 2. Oh Gott, yes, er ist gleich down.
Ja, er hat sich direkt verabschiedet. Oh, nice. Okay, das ist jetzt... Hahaha, jetzt wird's wieder interessant. Es ist an sich ein HP-Up. Dieses HP-Up nützt mir nichts. Aber der Pilz kann noch mehr. Was macht der Pilz noch? Es ist ein Tears-Up. Es ist ein Shot-Speed-Down. Ich würde es wahrscheinlich schon rerollen, oder? Ich denke, jetzt ist der Moment, wo wir den Dice-Shard einsetzen. Seht ihr das auch so? Wir können ja kurz in den Satan-Deal reingucken. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Da braucht man gar nicht drüber reden. Und dann ist das jetzt hier, denke ich, mein Reroll. Ja. Noch ein Speed-Up. Friends till the end. Schmeckt besser. Schmeckt besser. Okay, dann hier die Münze. Hier die Münze. Eventuell hier noch sprengen für mehr Münzen. Oh. Da kam jetzt einfach eine Fliege raus. Ja gut. Oh, wait a moment. Ich kann hier noch... Das Schöne ist... Oh, durch den Speed-Up... Durch den Speed-Up... Ist die Ding jetzt effektiver? Auch interessant. Okay. Wirklich interessant. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. So, da gehen wir natürlich nicht rein diesmal. Also... Der beste Vorteil aktuell dieses Runs ist wirklich dieses, ich gehe in den Raum rein und es stirbt einfach alles weg. So, es stirbt einfach alles weg. Das ist so gut. Und jetzt kann ich schon mehr mashen. Ich kann noch viel mehr mashen als vorhin. Okay, ich finde es gerade ein bisschen kritisch, aber ich würde schon gern die ganzen Totenköpfe da draußen ziehen. Kann ich die Kugel da so rüber zerren? Yes. Yes. Dann tschüss. Dann kann ich da nämlich schön ohne Risiko... Wobei, jetzt kann ich ja auch ohne Risiko hier oben lang gehen. Dann sagen hier... Und einmal zack. Uah! Ja, aber die... Oh, die scheiß Stacheln, ne? So macht man's. Beide? Oh, wollte ich nicht. Okay. Yes! Und den noch. Den kriege ich jetzt aber auch wieder auf die Art und Weise hier. Easy. Okay. Hier wird gesprengt. Vorsichtig. Gleich mal das Feuer verabschieden hier. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall die Viecher wegsprengen. Erstens um die... Ach so, jetzt habe ich ein Satan-Deal-Item gekauft, jetzt kriege ich kein Engel-Deal mehr. Ja, ist okay. Muss ich mit leben. So. Die Münze lassen wir jetzt erstmal liegen für die Aufladung. Ey, das ist so strong, wie es einfach alles kaputt geht sofort. Und ich effektiv nichts machen muss. Also fast nichts. Bisschen was muss ich noch machen. Aber dann war es das auch schon. Das ist wirklich gut. Da komme ich leider nicht ran. Nee, 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 nee. Das war gefährlich. Liegt irgendwo eine Münze?
Dann holen wir uns ganz fix unsere Münze wieder, die wir gerade haben liegen lassen für die Aufladung. Genau deswegen mache ich das nämlich. Dass wir dann nicht irgendwann mal... Genau, die lassen wir jetzt auch erstmal wieder liegen. Genau für den Kram mache ich... Ich traue mich nicht durch die... Ich traue mich absolut nicht, die Dinger zu nutzen gerade. Okay, sehr nice. Da ist der Itemraum. Vorher wuseln wir mal kurz hier durch die Steine. Okay. Ah, was ist das Ding? Was ist das Ding? Was ist das Ding? This is Gemini. Gemini Contact Damage. Ist das ein Reroll? An sich ist das strong, wenn ich in der Nähe bin. Macht schön Schaden. Aber eigentlich will ich nicht so in die Nähe von Gegnern kommen. Ist das ein Reroll? Würdet ihr den rerollen? Ich bin ganz ehrlich, ich finde Gemini jetzt nicht so... Ah. Ihr meckert immer, wenn ich nicht... Ich kann gar nicht rerollen. Das ist voll lustig. Ich dachte gerade so, ja, ich habe ja den D6. Es war ja nur ein Chart. Ich habe den ja nur einmal gehabt. LOL. Wie ich einfach noch über Rerolls nachdenke. Ja, Reroll ist vorbei. Reroll haben wir genutzt. Und zwar sehr sinnvoll, wie ich finde. Aber LOL. Ich habe das einfach komplett... Hallo, mach dich mal weg. Oh, das war fast ein bisschen gefährlich vom Sprengen her. Sweet. Lass mal aber, wie gesagt, erst liegen. Ihr wisst warum. Nice. Da wäre der Totenkopf-Ding. Oh, stimmt. Mit The Fool können wir den Curse Room machen. Ja, das ist richtig. Mit The Fool kann ich eigentlich den Curse Room-Besuch riskieren. Weil sobald ich nur noch eine Energie haben sollte, gehen wir einfach sofort raus. Dann kann eigentlich nichts schief gehen. Jetzt kann ich sie sogar behalten. Okay. Gut. Kommt da gerade eine andere Idee, aber jetzt machen wir erstmal weiter. Wir haben noch einige Räume vor uns. Ich habe gerade eine sehr interessante Idee bekommen. Oh shit, eine Arcade. Wenn da jetzt so ein Herzen... Wir müssen die eine Münze opfern, um reinzugehen. Also ich muss auf jeden Fall reingehen. Okay, ich wollte gerade sagen, wenn da jetzt so ein Herzenbettler ist... Ich verstehe das schon richtig, dass der mir dann die Münzen snackt, oder wie sehe ich das? Ja. Ja. Der snackt sich Münzen. Das heißt, wir müssten eigentlich an ein Item aus seinem Pool rankommen. Wenn er nicht komplett knauserig ist. Ja, nice.
Wobei ich jetzt nicht weiß, ob Sweet Suffering jetzt dafür sorgt, dass dann Münzen droppen. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Ah, ist jetzt hier unten offen? Nein, das ist schade. Kann mich auch nicht reinsprengen. Oh, 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 vorsichtig. Schön aufladen und alles zack, ab dafür. Wow. Kritischer Moment. So, was macht die Hand? The left hand path reaps dark rewards. Was machst du denn da? Ah, replace chest spawns with red chests. Ah, okay. Ich bekomme nur noch rote Kisten. Will ich nur noch rote Kisten? Ja, eigentlich nett. Eigentlich nett. Eigentlich nett. Eigentlich wirklich nett. Ich will den Kollegen hier sprengen. Für Geld. Ah, man kriegt kein Geld. Man kriegt Fliegen wahrscheinlich, wenn man die sprengt. Okay. Wahrscheinlich gibt es dafür einfach kein Geld. So. Es ist einfach so. Wahrscheinlich funktioniert das auf die Art und Weise. Ist schon gut möglich. So, die eine Münze lassen wir noch liegen. Sollte ich nochmal getroffen werden und keine Energie mehr bekommen. In den nächsten Räumen. Okay, einen Dingsraum haben wir dann auch noch, nämlich den hier. Und dann geht's ja auch schon zum Boss. Mega Farts. Jetzt erstmal noch hier Totenköpfe abwuseln. Ich meine, wir können in den Shop reingehen. Den Schlüssel opfern ist nicht schlimm, aber Geld ausgeben würde ich dann wirklich nur, wenn es was übernices ist. Aber reingehen auf jeden Fall. Klar. Ah ja. Vermutlich alles, was ein blaues Herz ist oder so. Wahrscheinlich sind das blaue Fliegen geworden. Keine Ahnung. Kampf. BFF. Jetzt bin ich schon wieder an... Ach, jetzt bin ich... Oh nein. Jetzt bin ich schon wieder an dem Punkt, dass ich sage, BFF ist es eigentlich schon fast wert. Und dann komme ich in den Satan-Deal und kriege einfach ein Item, was ich mir nicht kaufen kann. Was mache ich denn? Ich spreng jetzt erstmal den Kollegen und hoffe, dass mehr Geld rauskommt. Ne, BFF muss ich mitnehmen. Es ist eine Verbesserung. Es ist definitiv eine Verbesserung. Es wäre falsch. Es wäre einfach falsch, es nicht mitzunehmen. Und wir haben ja noch eine relativ große Münze, haben wir ja übrig. Und ich muss jetzt erstmal den Marmkampf auch schaffen. Das wird jetzt nochmal die andere Geschichte. Ey, wenn wir jetzt irgendwas haben für 15 Münzen, was ich mir nicht leisten kann. Oh, okay. Okay. Folgendes. Wir haben noch ein paar Bomben. Wir haben noch ein paar Bomben. Ich werde bis mindestens 15 Münzen das Ding jetzt in die Luft jagen. Okay. Wenn wir am Ende zwei Items bekommen sollten im Satan-Deal, wird es halt scheiße. Aber ich hoffe, dass es 15er Münzen-Items sind. Puh, jetzt aber erstmal Marm schaffen. Das wird schon kritisch genug. Das wird schon kritisch genug, weil mit der Energie bin ich trotzdem sehr schnell down. Das ist mein Problem. Mit der Energie bin ich trotzdem sehr schnell down. Drückt mir die Daumen. Kann ich das vorher aufladen und mitnehmen in den nächsten Raum? Nein, okay. Moin. Okay, es ist die rote. Also es kommen keine Gegner, es kommt eigentlich nur der Fuß. Und halt die Türen.
gut aus. Ja, sehr schön. Da hat sie mich nochmal erwischt. Kurzer kritischer Moment. Wir wollen Dings machen. Also, wir wollen Richtung Isaac gehen, also Polaroid. Ich glaube, hier muss ich jetzt nicht großartig darum wuseln. Ich glaube, hier kann nicht auch noch ein Qual Space auftauchen. Das wäre irgendwie komisch. Okay, wir müssen dringend eine Münze wiederfinden. Und dann mal gucken. Es ist eh kein Deal aufgetaucht, von daher habe ich alles richtig gemacht mit BFF. So, jetzt ganz, ganz dringend Geld finden. Das Schöne ist ja auch hier wieder, die meisten Räume... Ja, genau das meine ich. Die meisten Räume erledigen sich einfach von selbst. Aber zwei Treffer und ich bin down. Okay. Muss ein bisschen vorsichtig sein wegen den Stacheln. Okay. Haralas. Gut, können wir es mal mitnehmen. Sollten wir einen Raum haben, wo sich das anbietet. Scheiße! Ah, ein Treffer und ich bin down. Ah, ein Treffer und ich bin down. Ich brauche eine Münze. Ich brauche eine Münze. Ich krieg keine Münze. Keine Münze. Scheiße. Scheiße, ich krieg keine Münze. Oh Gott. Wo kommt die raus? Oh. Nein! Da waren Spinnen auf dem Boden. Ah. Ich glaube, wir machen erst Lost. Shit, ey, ich habe die Keeper-Unlocks noch nicht. Ich brauche die Keeper-Unlocks. Oh, fuck. Also, wir haben in dem One einiges gelernt, was Keeper angeht. Das war gerade so ein blöder... Ah, das waren zwei unnötige Treffer. Ach Mann, wir hatten echt gute Voraussetzungen kampftechnisch und alles. Scheiße. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.